Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einer neuen Runde Random. Diesmal habe ich den T69 für euch am Start, einen der beiden regulären T8 amerikanischen Medium Tanks. Wie immer, kurz einen Blick auf den Forschungsbaum, wie man denn zu diesem guten Stück gelangt. Das sind erstmal, glaube ich, hier alles Lights, immer noch Lights. Chaffee, T37, glaube ich, alles Lights hier, bis man dann zum T71 kommt. Jetzt habe ich auch eine Runde Random gemacht, könnt ihr euch gerne reinziehen. Einer meiner Must-Have-Panzer auf T7, wirklich absolut geiles Teil. Ja, und dann hat man hier die Wahl, über den T69 zum T57 zu gelangen. Wenn man ihn nicht spielen wollte, kommt man auch über den Bulldog hierher. Aber ich denke, T69 ist definitiv ein Abstecher wert. Nun, warum ist er ein Abstecher wert? Was macht ihn denn besonders? Ja, das ist dieser Clip auf dieser Kanone. Wenn man sich das so anschaut, 90mm Kaliber, 181 Pen, nichts Besonderes, ja, 181 Pen eigentlich ziemlich outdated, möchte ich sagen. Wenn man sich jetzt die ganzen anderen Mediums auf T8 anguckt, ja, sowas wie ein Centurion, Primo, FV, das sind die Beispiele mit ganz viel Pen, ja, 226 Pen, aber genauso Sachen wie die russischen Mediums, also T44, T54 Mod 1 und so, ja, die wurden auch alle gebufft und haben jetzt deutlich über 181 Pen, glaube ich, 190 oder so. Also da hinkt der T69 schon ein bisschen hinterher. Aber was macht ihn denn besonders? Das ist nämlich dieser Clip. 4 Schüsse im Magazin, 2 Sekunden zwischen den Schüssen und 27 Sekunden Nachladezeit für den kompletten Clip. Das ist schon eine Ansage. Es ist ein Autoloader, der nicht dazu da ist, einen Panzer komplett aus dem Spiel rauszunehmen. Ja, nicht sowas wie einen AMX 5000, wo du einfach mal 1800 Clip-Potenzial hast und alles klippen kannst auf T8. So ist es nicht hier. Du hast ein Clip-Potenzial von 960 Schaden, was sich natürlich auch auf den Spielstil auswirkt. Mal schauen. Aha, 960, der Gegner hat 900 HP, okay, den kann ich angehen. Vorausgesetzt, ich penne alle Schüsse, den kriege ich raus. Er hat 1000 HP. Kriege ich nur mit sehr viel Glück raus. Ja, also das wirkt sich schon so ein bisschen auf den Spielstil aus. Was natürlich cool ist, sind 250 Heatpen. Das macht eigentlich kurz einen Kompromiss mit allem auf Tier 8. Auch auf Tier 9 werde wenig Probleme haben. Auf Tier 10 kommt es dann schneller an seine Grenzen. Ja, aber denke ich, ist ja gebalanced im Tier 8, nur im Tier 8er Bereich. Was natürlich scheiße ist auf der Kanone, ihr seht, 38er Genauigkeit, da brauchst du auf Entfernung fast gar nicht schießen und das in der Verbindung mit 2,9 Sekunden Aimtime und ziemlich schlechten Softstats macht die Kanone ja auf Entfernung, selbst Medium Entfernung, ja, sagen wir 300 Meter, es ist schon wirklich ziemlich schwer, da die Schüsse genau und vor allem schnell anzubringen, ziemlich schwer. Aber gut, zum Spielstil später mehr, wenn wir im Gefecht sind. Meine Besatzung hier habe ich auf dem Thunderbolt großgezogen. Die kam mit Waffenbrüder als nullter Perk sozusagen. Was ihr unbedingt braucht auf dem T69, ja, gibt es keinen drumherum. Sind die beiden Gunhandling Skills. Die braucht ihr einfach mal, die sind essentiell. Die Kanone handelt wirklich richtig schlecht, ist eine richtige Diva. Und deshalb wollt ihr einfach nur, dass das so sehr wie möglich gepusht ist, um da das maximal beste Gunhandling rauszuholen. Genauso habe ich dann Repairs geskillt, ja, weil, wie gesagt, auf Entfernung taugt da nicht viel und im Nahkampf kann es oft passieren, dass mal die Kette abgeschossen wird oder so und da ist der Repair-Skill wirklich sehr praktisch. Noch einen Sichtweiten-Skill hier, ja, ihr seht, habe jetzt keine Optiken, sondern mit Cola komme ich auf 449 Meter, ja, wenn der Skill voll ist, bin ich bei 451 oder sowas, also ist schon gar nicht so schlecht, ja, das kommt dadurch, dass der 400 Meter Sichtweite hat, das ist vielleicht etwas, was ich hervorheben sollte. Ich meine so Pershing oder so, ja, der hat auch 400 Meter oder andere auch, ja. Aber es gibt auch Panzer, die weniger haben, wie die Russen-Mates, wenn ich von denen vorhin schon gesprochen habe. Sollte ich sie hier auch nochmal erwähnen, ja, die haben glaube ich 370, 380 oder irgend sowas. Also der ist der T69 hier mit 400 Metern wirklich gar nicht schlecht beraten. Ja, mein Equipment. Hier denke ich, ja, weiß nicht, scheinen sich die Geister so ein bisschen. Stabi solltet ihr auf jeden Fall drin haben. Wenn's Richtantrieb, Optiken, ah, hier solltet ihr vielleicht ausprobieren, was eurem T69 am besten passt, eurem Spielstil vielleicht, aber wie gesagt, das Gunhandling ist so grottenschlecht, dass ich hier versuche einfach nur das Maximal aus der Aiming Time rauszuholen und wirklich so schnell oder in der Lage zu sein, so schnell wie möglich die Schüsse rauszubringen. Deshalb Richtantrieb und die Lüftung hier, die natürlich auch mit dem Reload hilft. Nicht zwischen den Schüssen, aber zwischen den Clips. Ja, also Optiken hier nicht drin, würde ordentlich was helfen. Ja, mit Optiken komme ich bestimmt auf 480 Meter oder sogar noch mehr.
In Verbindung dann mit halt Vents oder mit Richtantrieb, aber wie gesagt, ich lasse das hier so drin. Ja, meine Munitionsverteilung, wahrscheinlich sollte ich noch viel mehr Heat mitnehmen, aber ich bin nicht so einer, der einfach nur Heat spammt. Deshalb 20-20 ist auch so der kleine Challenge, aber ihr wisst, 8er Matchmaking ziemlich gefickt, deshalb viel Heat tut eigentlich nie schlecht, außer eurem Geldbeutel natürlich. Ja, und dann Cola, glaube ich, auch essentiell, um das Gunnenling signifikant zu verbessern. Und ja, selbst erklärt. Gut, genug gelabert, gehen wir mal in die Runde. Wir haben es hier verschnupft. Hoffe, dass wir eine gute Runde bekommen. Man muss sagen, die Hochzeit vom T69, das Ding war mal ein richtiges Biest, ja. Im 754 Format in der WGL, also als WGL noch auf T8 war, war das Ding wirklich ja essentiell, hattest du so gut wie überall auf jeder Map einen dabei, weil das Teil halt wirklich mal richtig stark war, hatte besseres Gunhandling, hatte 300 mm Heatpen oder sogar noch mehr, 340 oder so. Ich glaube 300 waren es, was natürlich schon eine richtige Ansage ist auf T8. Und deshalb war so ein Ding halt unverzichtbar und kann halt so 960 Schaden einfach mal in 6 Sekunden raushauen, ja. Das ist special, das kann auf T8 niemand anders. Okay, ja, ne, T8 mit Shrinking. Ich lade sofort Heat. Meinen werden hier ein paar mehr Mediums drin, aber Heat, vielleicht nicht, aber Heat, vielleicht nicht, Heat, vielleicht nicht, Heat, vielleicht nicht. Also ihr seht, für über die Hälfte der Panzer brauche ich einfach mal Heat und I'm just not gonna fuck around, ja. Einfach nur Heat und gib ihm. Ja, ja, fehlt. Kein großer Fan von der Karte, überhaupt nicht. Weil du halt ja wirklich nicht viele Möglichkeiten hast, auf dieser Map irgendwie was zu tun. Kannst du in der Mitte ein bisschen rumeiern oder hier auf dem Balkon stehen. Schauen, ob ich auf dem Balkon hochkomme. Muss halt aufpassen, dass der Gegner TVP ja nicht lauert. Okay, unser TVP covered. Nice. Sehr nice. Gefällt mir. Hi. Ja, ich stand ein bisschen im Weg. Die haben Aufgänge dazu. Ungünstig. Aber chill mal einfach mal. Ganz wichtig, ich kann es wirklich immer nur wieder betonen. Seid einfach geduldig. Einfach nichts tun für eine Minute. Und einfach nur abwarten, chillen. Und auf die Gegner, die Fehler der Gegner warten. Jo. Wäre ich mit AP wäre ich hier ehrlich gesagt jetzt besser dran gewesen. Ja, ne? Eine Critical Hit war halt, ging in seine Kette und deshalb hat er nicht gepennt. Aber ist okay. Hier schon 3 von 4 Schüssen angebracht. Das passt. So, wisst ihr was? Die Gegner scheinen mir sehr, sehr aggressiv da unten. Sobald die weiter vorrücken werden, werde ich hier droppen und hier hinten spielen. Da kann man wirklich super, super auf den Sack gehen da hinten. Keine Angst, man kann hier droppen, ohne HP zu verlieren. Das ist wirklich super, super wichtig, dass jetzt hier irgendjemand supportet. Aber ich sehe gerade gar nicht, dass irgendjemand supportet. Alter, wie ist da runtergefahren? Eieieiei. Ja, ich warte einfach mal hier. Je nachdem, was die Gegner machen. Wir haben auch T95, Foch B, alle da draußen. Nicht gute Position für die Leute. Weil sobald die Gegner hier so sind, sind die einfach nur komplett aus dem Spiel raus und können gar nichts machen. Das ist mir lieber, wenn sie da stehen, wo der Scorpion steht. IS3 macht es auch schon clever, lässt sich zurückfallen. Ganz klar, richtige Entscheidung von seiner Seite. Wo ich noch gar nicht eingegangen bin, ist so ein bisschen die Panzerung vom T69. Grundsätzlich auf dem Papier ziemlich, ziemlich weak, die Panzerung. Aber da halt, das ist ja sehr, verschnörkelt ist die Panzerung oder wie auch immer man das nennen will, kann es oft passieren, dass da mal ein Schuss einfach so abprallt. Sowas zum Beispiel, ne? Traden will ich mit dem Jagdjäger nicht. Die Chance, dass er prallt, ist auch nicht so hoch. Okay, T95, gib ihm! Shit. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen hier. Lieben wir sie nicht alle. Die Arti. Ja, das Skorpion schießt hier gut rein. Sehr schön.
Aber es ist jetzt 1000 Assist, aber mach Schaden lieber selber, als dem nicht rumzuspotten. Aber gut, ne? Auf der Map machst du halt echt nichts. Wie gesagt, würde ich jetzt gerne wieder hier hochfahren. Sehr schön. Zum Beispiel ihn zu bearbeiten. 34 ist nicht dort. Was macht der? Fährt er jetzt hier hinten rum? Oh. Mein zweiter Schuss ging gar nicht rein. Okay. Interessant. Interessant. Shit, der ist da unten. Okay, ja, Digga, du hast ein bisschen verkackt, ne? Du weißt schon, dass du keinen Turm hast. Und T430 ist auch noch dort. Naja, das könnte ein guter Clip werden. Ksch, Emil. Pfui. Weg. Gib's ihm. Sehr schön. Okay, geklaut. Okay, fuck, regelt das. Ja, Gottes Willen. War nicht sehr clever gespielt, ja, von den Gegnern. So, hab noch drei drin, das reicht nicht für den E4, aber ich werde ihm trotzdem geben. DVP, willst du den Schuss einstecken? Ja. Trade! Und dann gewinnen wir das Gefecht hier, easy. So, auf Kette setzen. Nochmal auf Kette setzen. Sehr schön. Ah, TVP könnte man einen Finger ziehen. Kann jetzt einfach durchfahren. Ich weiß nicht, wo der Jagdpanzer sitzt. Ich denke, dass er entweder da oben sitzt oder da oben in der Ecke. Bin mir da nicht sicher. Herausfinden will ich das eigentlich auch nicht. Hab schnelleren Reload als der E4 und hab vor allem die Mobilität, die auf meiner Seite steht hier, gegen den E4. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt ist halt das Ding, ne? Ich brauche eigentlich Heat gegen den Jagdpanzer. Mit AP mache ich da nichts. Auch an seinem Arsch. Ja, doch, an seinem Arsch vielleicht. Gut, dass ich noch nicht nachgeladen habe. Erste TVP. Jawohl, so gefällt mir das. Ihr seht, auch wenn, ja, wenn ihr vom Matchmaking vom Grund aus erstmal ganz weit unten steht, ja, und denkt, dass ihr nicht viel machen könnt. Ihr seid immer noch ein Autoloader, der 960 Schaden machen kann und das in 6 Sekunden. Das sollte man nicht unterschätzen. Deshalb abwarten, chillen und auf eine Möglichkeit warten. Wir sehen, die Gegner waren viel zu ungeduldig, sind ja durch die Mitte gepusht mit Jagdtiger, T34 und was da noch war. Und ja, sowas. Auf sowas einfach warten. Einfach nur halt, nicht die Dummheit, aber einfach nur mit der Ungeduld der Gegner rechnen. Haut mir alle Kills hier, da, der Skoda. Nice, Jagdpanzer. Hallo. Der Reload ist so schnell durch, das ist Wahnsinn, ja. Ich komme auf ca. 24 Sekunden, glaube ich. Auf diesem Reload. Oh Gott, der TVP wird sich den jetzt krallen. Ja, Mann. Sehr nice. Oh, nochmal auf 3000 Schaden gekommen. Natürlich, ja, muss ich sehr viel Heat ballern, aber was machst du, ne? Wenn Matchmaking sagt, du sollst im 10er-Gefecht landen, dann landest du halt im 10er-Gefecht, ne? Ich meine, viele Schüsse hätten auch hier mit AP gepennt, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und hab das Heat drin. Weil es bringt nichts, wenn du darauf angewiesen bist, den Schaden zu machen und dann stehst du mit AP da und dich kann ich nicht pennen. Oh, jetzt auch mal Ace-Tinker, sehr schön. Aber gut. Gegner haben uns auch ein bisschen in die Karten gespielt, also ein bisschen sehr, sehr, sehr ungeduldig und haben uns da wirklich gute Möglichkeiten gegeben, Clips anzubringen. Oh, das gefällt mir sehr hier. Gute Stadtmap. D69 ist auch so ein Panzer, der eigentlich von Stadtmaps eigentlich nur profitieren kann. Ihr müsst dann vielleicht etwas mehr Heat schießen, weil er, ja, ich verlagere mich lieber auf die Heavy-Flanke, weil gegen Heavies zu spielen mit diesem Ding ist halt wirklich, ja, gegen 8er Heavies ist wirklich nice. Das heißt, steckt euch hinter einer Ecke, fahrt mit euren Heavys mit, wartet bis Gegner Heavy geschossen hat, ja, und dann in 6 Sekunden könnt ihr wirklich den kompletten Clip raushauen und, ja, was ist so 8er Heavy Reload, ungefähr 10 Sekunden oder sowas, ja, derzeit könnt ihr easy euren Clip machen und wieder safe fahren, ja, also einfach nur mit dem Team mitfahren,
dem Team die Möglichkeit geben, oder einfach nur als Support, Support-Panzer da, dabei sein und einfach nur warten, dass die Gegner ja schießen oder Fehler machen und das dann versuchen auszunutzen. Okay, STI, EZ, ja, passt, 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 passt. Ich finde es cool, dass wir einen STI haben. Wenn der vernünftig spielt, dann würde er jetzt hier einfach pushen. Wäre auch relativ aggressiv reingehen hier. Gefällt mir nicht, dass wieder 4-5 Panzer da in der Base rumstehen, Leute. Warte mal das. Ja, einfach mal relativ aggressiv, ihr kennt mich. Eine gute Posi, um da hinten die Leute zu beschießen, die versuchen darüber zu fahren, Richtung Einserlinie, und auch ein paar Leute sitzen. Die Gegner haben dann eine relativ gute Hull-Down-Posi. Ich denke, die Gegner sind schon vorbeigefahren oder hier sind gar keine. Next Idiot Team, schreibt die Arti. Der einzige Idiot ist die Arti, weil er Arti spielt. Ja, da ist es schon, der M4 ist schon rüber. Ich jetzt hier wirklich vorbeikomme. Wisst ihr was? Ich lade mal auf AP um. Ja, der wird so auseinandergepflückt hier. Ah, okay, okay, okay. Da sind die Heavys. Na, wir müssen bald Base treffen hier, sehe ich gerade. Bulldog, ruhig, ruhig. Jetzt, das Timing geht nicht ganz auf hier mit einem Reload, aber fast. Der Schuss leider noch gefangen hier. Passt. Passt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Clip hier rauskriege. Der E1 clippt auch gerade. Mal gucken. Die werden halt einfach nur gnadenlos überrannt und dann müssen wir schleunigst zurück zur Basis fahren. Wirklich schleunigst. Hat nicht ganz gereicht. Leute, hier. Leute, zurück, kommt zurück. Rückwärtsgang. Hier. Rückwärtsgang. Nein. Zurück zur Base, Leute. Einfach Ping wie so ein Bekloppter, ja. Wie so ein Bekloppter Ping. Es bringt nichts, wenn unsere jetzt vorfahren, das werden wir einfach nur durch Cap verlieren. Leute, ihr müsst alle zurückfahren. Oh Mann, der E1 ist der Einzige, der es checkt, den es interessiert. Die rammeln einfach weiter vor. Ich schaffe nicht zu zweit. Keine Chance. Niemals. Oh mein Gott, Leute. Passiert so oft, dass die Leute einfach nur weiter Attacke machen und Attacke und Attacke. Ah, jetzt stehen wir nämlich zu zweit da hier. 54 ist auch noch da. Ah, die Captain nicht, Leute. Komm mit, E1. Wir müssen halt jetzt wieder zurückfallen hier. Versuchen, dass unsere Heavys oder unsere Heavys ein bisschen mit ins Gefecht reinziehen. Sorry, E1, ich kann dir echt nicht helfen da. Jetzt batchet Yolo da auch rein. Unser STI wollte durch die. Ach, STI, total verkackt, der Typ. Warum fährt er denn durch die Mitte zurück? Löwe und STI, beide. Die hätten hier wieder zurückfahren können und wir hätten easy. Ja, easy wäre das. Wirklich, easy wäre das. Aber nope. Ich fange den Leo ab. E1, lass dich einfach zurückfallen, okay? Kommt nicht meine. Oh, nice. Oh, shit. Der jetzt 90 ist noch voll AP, den kann ich natürlich nicht klippen. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung er weggefahren ist. Okay, er ist auch darüber gefahren. Das gebe ich einen vollen Clip. Er ist so langsam im Siege Mode, keine Chance, dass er wegkommt. Oh, okay, die kleine Gun. Okay. Ja, aber wie hart kann man denn verkacken, Team, ne? Rammt mich. Du ramm mich weiter, ne? So, versuche ich einfach weiter wegzukommen, um vielleicht noch einen Clip Schaden zu machen, eventuell. Ah, come on.
Aber unsere Revis, ne? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Aber ich würde sagen, die haben es absolut verschissen. Zwar schön gepusht am Anfang, aber dann Augen auf und zurückfahren und nicht einfach blind weiter voreiern. Und dann hier natürlich die beiden aufs offene Feld, ja, obwohl da so viele Gegner standen. Kann ich nicht nachvollziehen, warum man sowas macht, aber gut. Das ist halt immer schwer, ne? Wenn das halbe Team, oder nicht mal das halbe Team, wenn 10 Panzer weiter Richtung Gegnerbase pushen und nur 2 zurückfahren zum Verteidigen. Mit den 2, da erreichst du nichts. Ja? Du kannst vielleicht ein paar Mal ein Cap resetten, dann wirst du gepusht und gehst einfach nur drauf. Das bringt nichts. Tja, hier Löwe, ne? Null Schaden mit dem 50-100. Vielleicht AFK. Okay. Aber wirklich, Heavies sind hier die, die es hart verkackt haben. Und eigentlich alle, die Richtung Gegnerbase gepusht sind. Na gut. Hoffen noch auf eine bessere Runde. Oh, nice. 357. Sehr schön. Kann ich ja sogar mal aufs AP zurückgreifen. Puh. Man, beim T69 ist halt, wann man nachladen sollte oder so, ist nicht ganz so kritisch wie beim 50-100. Weil beim 50-100 bist du wirklich ja, fast 50 Sekunden einfach nur aus dem Gefecht raus, sage ich mal. Und hier lädst du halt eine Hälfte der Zeit nach, was den Tank viel, viel, viel flexibler macht. Das ist Timing des Reloads nicht ganz so wichtig. Ja, immer noch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Weil ich denke, ich werde vorne an die Ecke fahren und das aufmachen, was rüberfährt. Hab zwar keine Optiken, aber für irgendwelche großen Panzer, so ist wie für einen M4 oder OI, reicht das immer noch dicker aus, um die aufzumachen. Go, 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 T69. Ich würde mich sehr freuen, wenn der T69 mal wieder ein bisschen Liebe bekommt von WG. Ja, weiß nicht, ein bisschen besseres Gunnen legen, vielleicht ein bisschen schneller machen den Panzer oder so. Oder gebt dem ein bisschen mehr AP-Pen, ja, selbst sowas würde schon, wäre schon richtig, richtig cool. Aber jetzt ist halt ein bisschen in so einem Spot, wo, naja, ist ein bisschen lala der Panzer zurzeit. Next shot, lass mein Kumpel da schön in Ruhe, okay. Jetzt ist zwei gespottet da hinten. Ja, bin hier. Ja, auch wenn die Turmpanzerung nicht so pralle ist, sind das alles mehr oder weniger Low-Tier-Panzer, auf die ich hier oder die mich hier beschießen können. Deshalb spiele ich hier relativ aggressiv. Verlasse mich halt so ein bisschen auf die Panzerung. Ja, der Typ hat Heat geschossen, der hat eine gute Camo-Crew, deshalb geht er da jetzt nicht auf. Oder meine Sichtweite ist zu gering. Genau, den wollte ich sehen. Den. Ah shit, jetzt hab ich mir doch den Schuss gefallen. Aua, 400, das tat weh. Ich glaube, schießt der denn standardmäßig Heat mit seinem T34-3? Na gut, muss er wissen. So, jetzt denke ich hier rüberkommen und dann kann das da drüben eine richtig coole eine Farm-Fiesta werden. Nice, Hyrule, danke RNG. Aber ihr seht auf Entfernung, ne? Da bringen dir die 2 Sekunden zwischen den Schüssen nix, weil du wirklich ja, effektiv 4 Sekunden aimst, wenn du da voll eingezielt sein willst. Okay, die 34-3 bleibt da oben. Ich denke, wir sollten das hier halten können, weil wir haben ein gutes Kreuzfeuer, E25 da drüben, hier hinten die Leute und dann hier wir an der Seite. Ist relativ schwer, das zu knacken. Oh, ja, ja. Komm mal, das willst du nicht tun. Ich warte, dass der IS-2 ein bisschen Betrieb macht da drüben. Ich weiß nicht, war ich offen? Nimmt er mich ab? Ich kann es gerade nicht ganz deuten. Jetzt bin ich offen. Keine feuchte Gegner hier. Muss ich dich drauf anlegen? Ja, ja, es steht schon 7 zu 2. Holy shit.
Leute über die Brücke sind einfach durchgefahren. Stehen jetzt schon an der Gegnerbase. Fahren jetzt von hinten an die TTs ran auf der Brücke. Was ist das denn? Okay, let's go. YOLO. Ist deiner auch nicht auf? Come on. Ja, das ist halt die Diva, die Kanone. Schuss war zwar nicht voll eingezielt, aber ganz klar auf seine Turmseite und nicht obere Wanne gezielt. Ja, noch einen Heatclip laden. Jetzt habe ich nicht genügend AP mit. So, einen Clip, über den Clip würde ich mich ja noch echt freuen. Den glaube ich, den kriege ich noch raus. Na, Skoda. Clip kriege ich definitiv noch raus. Meine M4 soll einfach da warten. Das ist mein Opfer. Jo, hallo. Guten Tag. Das ist der chinesische IS-2 mit der 100 mm. Jo. Einfach ein bisschen beschäftigen hier. Ihr seht 868. Falls jeder Schuss pennt, ist das ein sicherer Kill. Jetzt erst recht. Wow, badass. Das ist so geil, die Kanone, ja. Was für schlechte Softstats die hat. Da selbst in dieser, aus dieser Entfernung einfach mal die Schüsse komplett woanders hingehen. Oh Gott, ja. Es ist halt wirklich. Ein bisschen Liebe würde die Kanone schon vertragen. Wirklich. Ein bisschen Liebe würde gar nicht schlecht tun. Seht selbst im Nahkampf, ne, die Kanone, wo die Schüsse hinhaut. Oh, Ammo-Rack. Ammo-Rack und Ladeschütze. Okay, alles klar, OI, alles klar. Was soll man machen? Ich nutze hier nicht jetzt meinen Repair-Code noch zu benutzen, also nichts gemacht. Holy shit, ey. Was für ein Pech kannst du haben, da? Beide Lade-Equipment. Ich hätte sicher noch einen oder anderen Schuss rausbekommen hier auf den OI, aber whatever. Ja. Also mein Resümee so zum T69, ist ein cooler Tank, ja, hat dieser Autoloader auf T8 macht ihn wirklich speziell, aber die Kanone ist absolut scheiße. Ja, ihr seht jetzt, manchmal triffst du wirklich jeden Schuss, obwohl du gar nicht aimst und dann kannst du voll einzielen, Panzer steht 10 Meter vor dir und der Schuss geht einfach nur in den Boden rein. Es ist einfach nur schlecht, ja. Also das Ding braucht wesentlich bessere Softstats auf der Kanone, vielleicht ein bisschen bessere AP-Pen. Und dann wäre das Ding wirklich klasse auf T8, ja, und würde mich freuen, wenn WG da mal ein bisschen Liebe gibt, diesem Panzer, weil so wie er gerade ist, er hat zwar diesen speziellen Clip, aber wirklich nur, kannst nur Glück haben mit dieser Kanone, dass sie da gut trifft. Aber ist definitiv ein Absticher wert, denke ich. Lasst mich doch bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr so den Tank mögt, was ihr von ihm haltet, hättet ihr ihn gern. Ja, ich freue mich immer von euch zu hören. Dann, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt was gelernt und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, haut rein!